Der Gastwirt hat da auch nichts gegen, oder? Der taumelt immer noch, 6 Monate später. Ich glaube, es hackt. Und hat immer noch die gleiche Bemalung. Die Haare sind auch nicht gewachsen. Sollten Sie das hier lassen? Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten. Bei Zeiten. Was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Ja, bitte. Wo versteckt er das jetzt? Bei Achilles im Haus? Er vergräbt es. Wieso hast du 6 Monate später immer noch die Kriegsbemalung drauf? Und warum tut die 6 Monate später die Seite immer noch weh? Ja, da ist auch alles. Anscheinend draufgegangen, der Arme. Moment, Devonport? Wer war denn nochmal Devonport? Und der grabt, ja, der gräbt die aus, genau. Ich glaube, ich habe was verpasst. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 12 beendet. Bams! So, was heißt das jetzt? Theoretisch kann er noch nicht vorbei sein.
Was ist denn mit Desmond? Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Achilles Davenport. Warum ist es jetzt so richtig geschrieben und eben war das... Ich versteh's nicht. Doch, da ist das Ungeschriebene. Ach, Achilles ist danach erst gestorben. Ja, er lag... Okay, sehen wir nach, was drin ist. Noch nicht. Wir müssen noch für Stromzufuhr sorgen. Finde die übrigen Podeste und schließe die Energiequellen an. Bin dabei. Was? Bitte was? Bitte was? Muss ja theoretisch hier sein. Das ist das einzige Ding, was eben aufgegangen, also aufgegangen ist. Leck! Nice! I love you too! Seriously? Danke. So, geht's jetzt hier lang? Ist das richtig? Och komm! Eine lange Welt näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz, doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Okay, und das sagt mir jetzt genau was? Da war schon ganz richtig, glaube ich. Bin ich hier richtig? Glaube ich hoch, oder? Was ist das Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse? Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er, um sich selbst zu sterben. Wer denkt sich... Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Und ich fragte mich, was tut sich abzuwenden?
Goddammit, wer denkt sich sowas aus? Ernst gemeinte Frage, wer denkt sich sowas aus? Ich verstehe es nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Mir war schon richtig, glaube ich. Aha. Ich hoffe, das dritte und letzte Teil. Da kannst du nicht rüber, ich könnte kotzen. Ah, so geht's auch, okay. Alright. So, theoretisch müssen wir das jetzt öffnen können. Hallo? Ich habe etwas herumgestöbert. Wusstet ihr, dass Maschinen sind, die Mana herstellen? Zauberer-Mana oder biblisches Mana? Ich bin nur durch. Hallo? Hey. Glaubst du, Vidix Tod wirft Abstergo zurück? Aha. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Ach, jetzt darf ich da hinten hinlaufen. Ist halt so geil. Das ist gescriptet like a boss. Direkt hinter mir? Joa, wunderbar. Stunde der Wahrheit. Ich hätte sie auch ausziehen können. Abgesehen davon würde ein Lederarmband nach 500 Jahren auch langsam ökologisch abgebaut sein. Aber das nur so. Jahre unter der Erde ist doch nichts. Abgesehen davon, dass selbst die Grabsteine dann nicht mehr so da wären. Aber egal. So, wir laufen einfach mal ins Nichts. Ins Nichts ja. Ist gut. Komm. Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie? Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, heißt die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen.
Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich ihr umgetäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit? Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheint.